So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Alice Madness Returns in der Fleischerhölle oder was auch immer das hier ist. Ich verstehe es nicht. Ich habe aufgehört, mich zu fragen. Was machst du denn? Nichts? Was machst du denn? Du machst das da hoch. Wenn ich auf beide stehe... Du machst da hinten die Türe auf. Ach so, ja, nee, ich hab's verstanden. Wir müssen definitiv auf dich einen Hasenkopf stellen. Hier müssen wir uns einmal draufstellen und dann schnell dadurch. Nein, klein Alice, werde klein! Klein! Ich will das nicht alles nochmal machen. Nein! Kann ich mich nicht... Wenn ich mich jetzt umbringen lasse, fange ich dann vielleicht wieder da an? Komm, zerquetsch mich. Ich will nicht nochmal. Ich hoffe, das war... Nein. Wir müssen das alles noch einmal... Oh mein Gott. Naja, gut. Ich hoffe mal, das dauert nicht allzu lange. Sonst cutte ich das raus. Aber das sollte ja eigentlich echt nicht ewig gehen. Ach so, da lang, ja. Zack. Jetzt müssen wir hier die Dinger da hoch machen, damit wir da unten durchkrabbeln können. Weil das irgendein Freak gerne so möchte, dass wir das so machen, ne? So. Und schon sind wir wieder hier. Und dann hier längs. Oh nein, nicht, bitte nicht. Nein, stopp. Dankeschön. Oh, das wäre ja noch schöner gewesen. Hilfe, schon wieder. Okay, aber wie soll ich denn das auch wissen, dass das... Hör auf zu lecken, bitte. Du musst jetzt einmal dafür sorgen, dass die Dinger wieder aufgehen. Ansonsten sind wir hier gefahren. Ach so, danke, ja. Du bleibst oben? Kann ich dir vertrauen? Ich bin mir da immer nicht so sicher bei Alice, ne? Bei Alice weiß man das nie so genau. Was ist das hier jetzt? Die ewige Finsternis. Zug. Mädchen an den Haaren reißen. Unsere Freundin... Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das unsere Freundin ist, aber sie hat uns auf jeden Fall nicht umgebracht und das macht sie schon mal sehr sympathisch. Ah, du gehst runter! Mist. Da unten ist ein Sprungpilz. Wo... Hä? Ich hab doch da einen Sprungpilz gesehen. Bin ich doof? Da war doch einer. Ja, da unten. Ach so, der ist einfach zum wieder hochkommen. Na gut. Wo gehen wir denn hier als... Als erstes machen wir euch kaputt. Denn ihr nervt. Ihr dürft gerne näher kommen, damit ich euch treffen kann. Keiner von euch. Na... Ich wollte mich doch klein machen. Ach, Alice. Sorry. Hab mich verklickt. Das kenne ich sonst nur aus anderen Let's Plays. Heroes. Was war das? Ich entschuldige mich dafür. Hier hoch. Nein, Alice. Ich hasse solche Rätsel. Ich bin dafür nicht schnell genug. Och, Mado. Was für ein Dummkopf bin ich eigentlich? Warum? Hilfe, schon wieder. Zehntchen. 517 wollte ich sagen. Ich bin so durch mit den Nerven und es ist so warm und ich... Och, das ist alles ganz unschön. Okay. Aha.
Ach so, wenn wir da eine Uhrwerkbombe drauf tun, dann geht die runter, die andere hoch und wir können da hoch. Wir müssen aber verdammt schnell sein. Also, echt jetzt verdammt schnell. Sagt sie und verhaut's schon mal. Super. Schneller, schneller, Alice. Da ist doch ein Sprungpilz. Schaffen wir das? Nein! Nein, tun wir nicht. Ach, Mann! Na gut, immerhin wissen wir jetzt, wie es funktioniert, ne? Ja, es würde das helfen. Ich bin ja trotzdem immer noch nicht fähig. Hä? Ich sehe es schon. Folge 50 wird, ja. Ist halt was Besonderes, ne? 50 Folgen, ne? Das muss man auch mal feiern mit Riesenstuss und Schwachsinn und einfach mal so richtig blöde sein. Komm, das muss doch... Da kommt man doch gar nicht mehr hoch. Ich kann doch physisch gar nicht so schnell sein. Oh, Mano, ich will doch nicht eine ganze Folge hier dieses doofe Rätsel machen. Darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Ach, okay. Könnten es natürlich auch andersrum versuchen, aber ich weiß nicht. Wenn wir es dieses Mal nicht schaffen, was ich ehrlich gesagt stark vermute. Nee, das... Wir versuchen es andersrum. Versuchen es einfach mal andersrum. Dass wir jetzt vielleicht... Ich bin falsch gelaufen. Ich bin so blöde. Mein Gott. Was für ein Schussel kann man denn sein? Sondergleichen, sag ich euch. Ich glaub's nicht. Das reicht doch niemals. Nie, nie, nie. Das war viel zu weit. Nee, wie soll man denn da... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie das funktionieren soll. Warum sind jetzt bitte die Babys wieder da? Vielleicht, nein, ich dachte, vielleicht erwischen wir den Sprungpilz noch. Das gibt's doch nicht. Wisst ihr was? Das wird mir hier zu doof, dieses Rätsel 1000 Stunden zu machen. Ich google das jetzt kurz. Einen Moment. Naja gut, die Google-Recherche hat auch nur ergeben, dass ich es genauso machen muss, wie ich es schon versucht habe und dass ich einfach zu langsam bin. Oh mein Gott! Euch habe ich ja komplett vergessen! Warum? Oh mein Gott, Alice. Das gibt's doch nicht. Sag mal, Alice, bist du eigentlich... Bin ich eigentlich komplett Banane? Ich war 2 Minuten aus dem Spiel und habe komplett vergessen, dass die da sind. Ach du grüne Neune. Ich mache das jetzt einfach so lange, bis wir das geschafft haben. Und dann gibt es einen Zusammenschnitt von all meinen schönsten Ausrastern. Leg doch... Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lego schafft keines von Alice Rätseln. Huiuiui. Riesenspaß für die ganze Familie. Ja, ja, ja. Außer für mich. Okay. Okay, okay, okay. Ich dreh durch. Ich. Dieses Rätsel, ich dreh durch. Ich krieg die Krise. Ich kriege Kratzer. Ich sterbe. Oh Mann. Mano. Mama. Ich mag nicht mehr mit den Puppen spielen. B
bitte nicht mehr mit den Puppen spielen. Warum ist das denn falsch, was ich mache? Warum existieren die Menschen? Warum töten wir den Regenwald? Warum gibt es dieses Rätsel? Alles große Fragen der Menschheit. Ich kriege Krätze. Bitte tötet mich. Legt eine Uhrwerkbombe auf mein Grab und zündet sie an. Das wäre mein letzter Wunsch. Ich mag nicht mehr. Das ist doch einfach eine riesige Verschwörung gegen mich. Alice hat sich doch mit dem Mutmacher zusammengesetzt und die haben gesagt, hey komm, wir verarschen die mal so richtig, ne? Also so richtig. Fast hätten wir es geschafft. Das ist die Geschichte meines Lebens, ne? Story of my life. Fast hätte sie es geschafft. Fast hätte sie dieses blöde Alice-Rätsel hingekriegt. Aber dann ist sie gestorben. An Krätze spielen. Da bin ich auch an einem Rätsel einfach so lange hängen geblieben, bis ich absolut gar kein... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Halleluja! Danke, danke, danke! Oh mein Gott! Bitte, bitte, liebes Spiel, speichere jetzt! Nein, wir folgen dem Finger. Zack. Wo ist der andere? Wieder. Ah, hallo, du bist ja auch noch hier. Guten Tag. Nein, nochmal so eine Reh. Ich hasse euch alle. Ich muss da hoch. Oder muss ich da hoch? Das da sieht aus, als wäre es der richtige Weg. Und das da sieht aus, als wäre es der Weg zu einer Erinnerung. Also machen wir natürlich den Erinnerungsweg. Ist doch klar. Oder auch nicht, weil Alice komplett unfähig ist zu springen. Kommst du wieder hoch und runter und so? Kommen wir denn hier irgendwo hin? Da hinten ist eine Erinnerung. Okay, dann machen wir das doch so. Dann machen wir einmal hier einen drauf, einen Helm. Ein Helm? Was rede ich denn da? Eine Uhr natürlich. Und dann gehen wir hier hoch und springen darüber. Und dann hier rüber. Und zack, schafft. Machen wir uns klein. Aber wie kommen wir zu der Erinnerung da drüben? Das ist meine Frage. Was ist denn da unten? Was ist denn da? Nichts, ne? Das endet einfach. Schaffen wir das? Naja, ein Versuch's. Ja. All diese Studenten, die nach Papas Aufmerksamkeit lechzen. Darf ich den Teewärmer halten, Sir? Darf ich einschenken, Sir? Speichellecker. Sie war wohl ganz schön neidisch, ne? Unsere gute, liebe Schwester war, glaube ich, etwas eifersüchtig. Und hier ist gar nichts. Super. Okay, aber von hier oben würden wir es darüber schaffen, ne? Das ist es. Schaffen wir es von dem Dampf hier rüber? Ich glaube nämlich, ich glaube nicht, das wollte ich sagen. Aber falls doch, dann könnten wir das natürlich... Nein. Ich wollte sagen, dann könnten wir das natürlich so lösen. Ich hatte gerade solche Angst, dass wir wieder am anderen Ende sind. Oh mein Gott. Vielleicht müssen wir das einfach irgendwie schnell genug machen. Damit... Oh, Hilfe.
So, und jetzt gehen wir da hoch und dann legen wir da eine Bombe gleich drauf. Damit die andere hochkommt. Klappt das? Das müsste doch funktionieren. Jawohl. Und ob das funktioniert? Haha. Sehr schön. Zack. Zähnchen. Hilfe. Okay. Was zur Hölle? Bitte. Was? Okay. Damit befassen wir uns nächstes Mal. Denn diese Folge hat mich fix und fertig gemacht. Dieses blöde Rätsel. Oh, ich kann nicht mehr. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen, mir beim Verzweifeln zuzuschauen. Wir haben es ja dann schlussendlich doch noch hingekriegt, ne? Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr noch nicht Subscriber seid. Was ist das deutsche? Abonnent ist das deutsche Wort. Abonnent. Wenn ihr das noch nicht seid, dann werdet es gerne. Guckt euch auch, wenn ihr Lust und Zeit habt, eins meiner anderen Let's Plays an. Und dann sehen wir uns hoffentlich schon bald wieder. Wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und ciao zusammen.